Ab der 5. Klasse wird das Zweiersystem im Mathematikunterricht behandelt. Was es damit auf sich hat, zeige ich dir in diesem Video. So, normalerweise ist es ja so, wenn du zählst, machst du Folgendes. Du hast 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Und ab der 9 werden die Zahlen dann zusammengesetzt. Also danach kommt die 10. Und die 10 ist eine Zusammensetzung aus zwei Ziffern, 1 und 0. Oder 11, das ist 2 mal die 1, danach 12, also danach wird zusammengesetzt. Bei den Binärziffern gibt es das auch, allerdings gibt es hier nicht 10 verschiedene Ziffern, sondern nur 2. Also im Binärsystem gibt es nicht 0 bis 9, sondern nur 0 bis 1. 0 bis 1. Das heißt, wir müssen alle Zahlen, auch eine 7, eine 9, eine 12, nur mit Nullen und Einsen darstellen. Wie funktioniert das Ganze? Nun, also Nullen und Einsen gibt es ja. Also 0 bleibt 0, 1 bleibt 1. Wunderbar. 2 gibt es jetzt nicht mehr. Daher müssen wir jetzt auf die nächste Stelle gehen. Also wir nehmen jetzt die zweite Stelle hier noch mit hinzu. 1, 0. Wir zählen also binär im Zweiersystem 0, danach 1 und danach 1, 0. Die 1, 0 ist die 2. Dann geht es weiter. 1, 1. Also 1, 0. 1 mehr ist dann 1, 1. Jetzt haben wir überall 1er, brauchen wir wieder die nächste Stelle. 1, 0, 0. Und jetzt geht es wieder von hinten nach vorne. 1, 0, 1. Plus 1 ist nicht hier hinten 2, sondern nächste Stelle. 1, 1, 0. Plus 1, hinten wieder eine 1. 1, 1, 1. Jetzt haben wir 3 Einser. Nächste Stelle, wenn wir weiterzählen wollen. 1, 0, 0, 0. Jetzt haben wir 3 Nullen. Wir wollen 1 weiterzählen, also wird hinten wieder eine 1 daraus. 1, 0, 0, 1. Dann 1, 0, 1, 0 ist die 10. 11 ist dann wieder plus 1, also 1, 0, 1, 1. Und hier haben wir schon zwei Einser. Das heißt, wenn wir weiterzählen, wird dann hier raus wieder eine 1. 1, 1, 0, 0 und so weiter. Soweit mal das Zählen im Zweiersystem. Wenn dich dieses Thema noch mehr interessiert, dann bleib doch gerade dran, denn ich zeige dir noch, wie man von Dezimalzahlen in Binärzahlen wirklich umrechnet und umgekehrt. Dazu auch entsprechende Beispiele. Zunächst einmal, also Dezimalzahl, das ist das, was wir im Alltag verwenden und meistens auch im Mathematikunterricht. Binärzahl bedeutet, wir haben nur Nullen und Einsen zur Verfügung, um eine Zahl darzustellen. Und wie wir von hier nach hier kommen, also von Dezimalzahl nach Binärzahl, das zeige ich dir jetzt mit zwei einfachen Beispielen. Fangen wir mal an mit der Zahl 12. Und die Zahl 12, also das ist Dezimal 12, soll in binär umgerechnet werden. Und das macht man so, wir nehmen die Zahl 12 und teilen durch 2. 12 durch 2, das ergibt 6 und es gibt keinen Rest. Rest 0. Der Rest ist gleich wichtig, daher schreibe ich den immer hin. 12 durch 2 ist gleich 6, Rest 0. Dann haben wir 6. 6 übernehmen wir durch 2. 6 durch 2 ist 3, Rest 0. Bleibt nichts übrig. Können wir auch kontrollieren. 6 mal 2 ist wieder 12, 3 mal 2 ist 6. So, jetzt haben wir die 3 übrig. 3. 3 durch 2 ist gleich. Wie oft geht die 2 in die 3 rein? Nun, das geht einmal rein. 1 mal 2 ist 2, bleibt also 1 übrig. Rest 1. 2 mal 1 ist 2, plus 1 ist wieder 3. Wir haben die 1. 1 durch 2. Wie oft geht die 2 in die 1 rein? Nun, das geht 0 mal rein. Und es bleibt 1 übrig. Rest 1. 0 mal 2 ist 0, plus 1 ist wieder 1. So, und damit hätten wir jetzt unsere Zahl in binär. Warum? Das ist nämlich das, was hier hinten beim Rest übrig bleibt. Wir haben also die Zahl 12,
im Dezimalsystem, im Zehnersystem, Dezimalsystem ist das Zehnersystem, ist gleich. Und jetzt von unten nach oben lesen. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0, 0 zur Basis 2. Also Binärzahlen bedeutet Basis 2. 12 mit der Basis 10 ist gleich 1, 1, 0, 0 mit der Basis 2. Machen wir noch ein zweites Beispiel, die Zahl 45. 45, dezimal, soll auch wieder auf binär umgerechnet werden, also wieder durch 2 teilen. Durch 2 ist gleich 22, denn 22 mal 2 ist 44, 1 fehlt noch, also ist unser Rest 1. Rest 1. 2 mal 22 ist nur 44, plus die 1 ist 45. Dann 22. 22 durch 2 ist gleich, 22 durch 2 ist 11, Rest 0. Rest 0, 11 mal 2 ist 22. So, dann die 11, 11 durch 2. 10 durch 2 ergäbe 5, 11 durch 2 bleibt also noch 1 übrig, also 2 mal 5 ergibt 10 plus Rest 1, also noch 1 dazu, ist dann wieder 11. Dann 5. 5 durch 2 ist 2. 2 mal 2 würde 4 ergeben, noch 1 dazu. Rest 1 ist also wieder 5. Dann 2. 2 durch 2 ist gleich 1. Rest 0. Rest 0. 2 mal 1 ist 2. Und jetzt 1, 1 durch 2 ist 0, Rest 1. 2 mal 0 ist 0, plus 1 ist wieder 1. Das heißt 45, 45 zur Basis 10 ist gleich 1, 0, 1, 1, 0, 1. Also 1, 0, 1, 1. 0, 1 zur Basis 2. So, Binärzahl ist eine Zweierzahl und das erkennt man auch hier an der kleinen 2, die hinter der Zahl steht. Also diese kleine 2 deutet an, das hier ist eine Binärzahl. Und jetzt ist die Frage, wie komme ich von der Binärzahl auf das Zahlensystem, das wir gewohnt sind im Alltag, also das Zehnersystem oder auch Dezimalsystem. Das funktioniert folgendermaßen. Wir nehmen die Zahl und zwar Ziffer für Ziffer von hinten nach vorne. 0, 0, 1, 0, 1. Also 0, 0, 1, 0, 1. 0, 0, 1, 0, 1. 0, 0, 1, 0, 1. Mal. Erste Zeile mal 1 und dann verdoppeln wir. Also 1 verdoppelt ist 2. 2 verdoppelt ist 4. 4 verdoppelt ist 8. 8 verdoppelt ist 16. 1, 2, 4, 8, 16. Immer also verdoppelt. Und das Ganze rechnen wir aus. 0 mal 1 ist 0. 0 mal 2 ist 0. 1 mal 4 ist 4. 0 mal 8 ist 0. 1 mal 16 ist 16. Das Ganze addieren, also Strich drunter. 6 plus 4 ist 10, 0 ins Ergebnis, 1 als Übertrag, 1 plus 1 ist 2, also ist das Ergebnis 20. Bedeutet 1, 0, 1, 0, 0 zur Basis 2 ist 20 zur Basis 10. Noch ein Beispiel. 110.011, also 1, 1, 0, 0, 1, 1. Auf Dezimalsystem umrechnen, heißt von hinten nach vorne 1, 1, 0, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 0, 1, 1. 1, 1, 0, 0, 1, 1. Mal. Und auch hier mit der 1 anfangen, immer verdoppeln. 2, 4, 8, 16, 32. Von Zeile zu Zeile immer mal 2. Ist gleich
1 mal 1 ist 1, 1 mal 2 ist 2, 0 mal 4 und 0 mal 8 sind jeweils 0, 0 mal irgendwas ist 0, 1 mal 16 ist 16 und 1 mal 32 ist 32. Strich drunter, auf der einen Stelle 2 plus 6 ist 8, plus 2 ist 10, plus 1 ist 11. Einschreiben, 1 als Übertrag. 3 plus 1 ist 4, plus 1 ist 5, also 51. Bedeutet 1, 1, 0, 0, 1, 1 zur Basis 2 ist 51 zur Basis 10. Das war jetzt mal die Umwandlung von Zahlen im Binärsystem ins Dezimalsystem. Wenn dich noch andere Systeme und die Umwandlung interessiert, dann schau hier mal in die Endcard rein. Dort werde ich dir noch zwei weitere passende Videos verlinken. Darüber hinaus würde ich mich sehr freuen, wenn du ein Abo dalassen würdest. Dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und gerne bis zum nächsten Mal.